gilt das Betriebsverfassungsrecht eigentlich auch in der Insolvenz? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Hurtado. Ich bin Rechtsanwältin in München und Fachreferentin für die WRF und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und eine brennende Frage stellt sich natürlich immer, wenn über das Unternehmen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, dann natürlich die Frage für den Betriebsrat und auch für die Arbeitnehmer, gilt trotzdem noch das Betriebsverfassungsrecht? Und da habe ich eine gute Nachricht für Sie. Ja, grundsätzlich gilt das Betriebsverfassungsrecht und auch das Arbeitsrecht ganz normal weiter. Das Unternehmen stellt zwar einen Insolvenzantrag und das Insolvenzgericht eröffnet dann auch das Insolvenzverfahren und bestellt einen Insolvenzverwalter. Der tritt zwar an die Stelle des Arbeitgebers, aber für den Betriebsrat ändert sich nicht so viel. Das Betriebsverfassungsrecht besteht ganz normal weiter. Das heißt, Sie haben als Betriebsrat Ihre Mitbestimmungs-, Ihre Mitwirkungsrechte. Nur, was sich für Sie ändert als Betriebsrat, Ansprechpartner ist jetzt nicht mehr der Arbeitgeber, sondern der Insolvenzverwalter. Die Insolvenzordnung sieht noch ein paar Kleinigkeiten vor. Es gibt da zum Beispiel beim Thema Kündigungsfristen ein paar Unterschiede im Insolvenzverfahren und auch beim Betriebsübergang. Aber der Grundsatz für Sie, auch in der Insolvenz, gelten die ganz normalen Beteiligungsrechte des Betriebsrats. Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann kommen Sie zu einem unserer Seminare. Wenn bei Ihnen eine Insolvenz droht, dann haben Sie auch hier als Betriebsrat natürlich einen Schulungsanspruch nach § 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz. Ich bin froh, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal, Ihre Franziska Hurtado. Hat's dir gefallen? Super, dann sieh dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratisangebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.